Wallahi, wir haben sehr viel durchgemacht in dieser Religion und der Bruder noch mehr als ich. Wir haben für diese Religion geopfert, geblutet, geweint, gebettet für diese Religion. Damit Allah subhanahu wa ta'ala uns festigt, damit Allah subhanahu wa ta'ala uns Erfolg gibt, damit Allah uns rechtschaffen und gut macht. Falls wir mal lauter werden, falls wir vielleicht mal Sachen erwähnen wie Hijab, Schminke, Bad, wie kannst du das machen, Bruder, schämst du dich nicht? Dann meinen wir das nicht, weil wir sagen, wir sind besser oder ihr seid schlecht und... Ich glaube, ich brauche euch das nicht erklären, dass ich ein Bruder von euch bin, oder? Ich bin ein Bruder von euch, ich bin nichts Besseres. Ein Bruder wie ihr, mit demselben Kopf, mit denselben Sünden, mit denselben Gelüsten, aber möchte Allah und seinen Gesandten zufriedenstellen. Und das müssen auch bitte die Schwestern verstehen. Wir sind wie große Brüder für euch. Kennt ihr das große Brüder, wenn man die Schwester wegklatscht? Und dann sagt, hey, ich hasse dich. Und wenn wir dann sagen, wie kannst du Schwester dich so voll schminken und wie kannst du kein Hijab, dann meinen wir das nicht böse, weil wir wollen irgendwie euch taten. Wir wollen einfach nur, dass ihr euch verbessert. Wir möchten, dass ihr ins Paradies reingeht. Guck mal, wir müssen ins Paradies. Das ist keine Option. Wir müssen ins Paradies. Wallah, ich will in dieses Paradies, Mann. Ich will da chillen, ich will da essen, trinken, lachen, ich will da mit dem Propheten sitzen, mit ihm lachen, ich will mit Sahaba sitzen, ich will mit meinen Jungs sitzen, ich will chillen. Und das will ich auch, deswegen nimmt das bitte nicht böse. Nimmt das bitte nicht böse. Ja, was war das? Er hat gepfiffen auf dem Boden.